Guten Tag, ich bin der Gründer der Pythagoreischen Universität Methodik. Mein Name ist Rüdiger Golz. Ich habe promoviert in einem bestimmten Gebiet, und zwar im Gebiet der Kognitivpsychologie, der pädagogisch orientierten Kognitivpsychologie, und zwar im Jahr 1983. An sich wollte ich Physik studieren. Dieses Vorhaben wurde aber vereitelt. Und ich kam erst relativ spät dazu, mich mit Fragen der Physik zu beschäftigen. Im Rahmen der Physik oder im Rahmen dieser Beschäftigung mit der Physik bin ich auf eine Reihe von Neuerungen gestoßen, und zwar Neuerungen des gesunden Menschenverstandes. Es läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass es Dogmen gibt in der Physik, dass es Maulkörbe gibt, die man den Menschen quasi verpasst. Redeverbote quasi. Und wenn man diese Sachen sich vor Augen hält und aus der Ferne, also nicht selber Physiker sein, die Sache beobachtet, kommt man zu Erkenntnissen in die Richtung, dass es andere Möglichkeiten gibt, physikalische Daten einzuordnen. Dies bezieht sich auf den Big Bang, auf die Big Bang-Theorie, dies bezieht sich auf die Theorie, dass die Big Sterne so und so weit sind, und so weiter und so weiter. Es bezieht sich sogar auf die Idee der modernen Kosmologen, dass die Rotation der Sterne rund ums Zentrum von Galaxien durch dunkle Materie erklärt wird. Man kann es anders erklären. Also überall kann man mit Methoden des gesunden Menschenverstandes eine gewisse Ordnung schaffen. Und ja, ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich wollte mit diesem Vortrag einen kurzen Einblick geben in mein Interessengebiet. Und bis erste, ciao.